Moin Moin, mein Name ist Heinrich Herr Löwe und willkommen zurück zu Warhammer Chaos Bane Kapitel 2. So. Ach, wir haben noch so viele Klamottos. Ah, fuck, das wollte ich ja eigentlich schon im Offscreen mal kontrollieren. Ob ich das. Naja, machen wir das jetzt nochmal schnell zusammen. Rüstung, Verbesserung. Beutequalität ist eigentlich mir immer Latte. Machen wir aber mal. Hier haben wir eine tolle Axt. Schaden. Schaden durch Gegenangriff. 500 Bocken. Er gibt noch Beutequalität. Dann. Scheiß auf Beutequalität. Nehmen wir die Axt. Mehr Schaden, weniger Rüstung. Maximale Gesundheit. Maximale Gesundheit. Den heben wir uns mal auf. So. Mein Schlüpper, den finde ich eigentlich ganz toll. Aber mehr Rüstung ist immer besser. Maximale Gesundheit. Beutequalität minus 1%. Ich nehme echt den mit Beutequalität. Auch den Schlüpper, den heben wir uns immer auf. Das sind quasi fast dasselbe. Oh, wir haben jetzt einmal 12% Schaden. Okay, es ist zweimal dasselbe. Warte. Die heben wir uns nochmal auf, falls wir nämlich zu wenig Damage machen. Ich habe noch mehr als eine Axt. 400. Kann weg. Das habe ich mir nicht angeguckt. Packen wir einfach beiseite. Ups, das sind die Ringe, die ich trage. Verdammte Axt. Mein Gesicht. Scheiße. Ich habe jetzt gerade auf die Beschriftung nicht aufgepasst. So, maximale Gesundheit, maximale Gesundheit. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich aufheben wollte. Das wollte ich aufheben. Nochmal diese Hackfresse. Das kann weg. Den wollten wir nochmal aufheben. Das nehmen wir auch nochmal mit. So. Gehen wir nochmal aus der Truhe. Das ist ja ganz blöd, dass man das nicht so übereinsehen kann. Warte mal. Das war 11% Rüstung, maximale Gesundheit. Er hat einfach mehr Rüstung. Der bringt maximale Gesundheit. Aber wir haben ja durch die... Wir nehmen einfach das Gesicht, das andere lassen wir mal sekundär da. Ach, den Schlüpper wollte ich auch nochmal. Ich finde den einfach, der sieht so knuffig auf. Den behalten wir. Ei, was haben wir denn da? Zottel. Komische Zottel. Cool. Der Rest kann weg. Spenden wir mal, so nett wie wir sind. Ach, hau weg. Und tschüss. I've spoken with the survivors you rescued. You should hear the stories they tell. They were starved, tortured, made to fight in the pits. The Bloodborne thought he could corrupt them. We should have killed that monster when we had the chance. Then your people would still be in cages. Where is the justice in that? Don't talk to me about justice, Elf. I want justice for my wife and son. I want the Bloodborne's head on a spike, and Braggy here is going to get it for me. Done! You're mad, Gorchev. Listen to yourself. You're a fool, Gorchev. Attacking the fighting pits again would be suicide. You're both fools. Attacking the fighting pits again would be suicide. How? Das war alles im restlichen Text. Es gibt einen anderen Weg. Ich weiß, wie wir den Blutgeborenen herauslocken und allein erwischen können. There is a part of the city near the fighting pits.
where the Bloodborne has piled the skulls of his victims as offerings to Khorne. Mm-hmm. If you were to destroy them, he would have to challenge you himself. Or so be it, human. You shall have your revenge. But mark me, it will bring you no peace. Why didn't you say so before? You'll have his skull before sundown, or I'm no slayer. Ja, da hat, glaube ich, gerade das, der Text nicht so ganz, na egal, mit dem Ton zusammengepasst. Kann mich auch irren, und dann legen wir mal weiter. Legen wir mal los, wollte ich sagen. Und köpfen wir mal Rotaxt. Ich wette mit euch, Rotaxt ist entweder auch ein Dämon, verwandelt sich in einen Dämon, oder reitet dann auch irgend so diese coolen Reittiere, die wir mal kurz gesehen haben. So, Heiligtümer des Khorne zerstören. Machen wir doch liebend gern. Hey! Geht ja richtig los hier. What a sweet death. Wow. Hauen mir ja ganz schön einen auf die Nase. Mist. Oh! Er hat sich versteckt. Im Fass oder was? Das ist ja cool. Oder war der hinterm Fass und ich habe ihn einfach nicht gesehen? Also hier geht's nicht lang. Stirbt ihr Schweine! Der. Oh, 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 oh. Oh, diese Sausack. Wir brauchen Heilung. Wieso kriegen wir jetzt hier so einen auf den Sack? Wahrscheinlich, weil der eine Typ da echt den Schadensoutput von den Viechern vererhöht. Und schon wieder. Das gibt's doch nicht, Alter. I must return to the fight. Oh. Don't toy with me. Just Alter. Strike the fatal blow. Was ist denn los? Habe ich vielleicht was Falsches verkauft? Oder sind die Viecher hier einfach nur stark? Krass. So viele Tränke, wie ich hier gerade nehme, brauchte ich vorher noch nie. Mal kurz warten. Und der Trank hält mich auch nicht mehr richtig, nicht 100 Pro, weil wir mehr Energie haben. Hm.
Oh, das müssen wir als einsammeln. Das ist wichtiger als noch vorher. Don't toy with me. Just strike the fatal blow. Mann, oh Mann. Muss ich auch zerkloppen, okay. Okay. Ah, da sind da gleich so mehrere Bannerträger. Locken wir die mal weg da. Einzeln kriegen wir sie doch gut weg. Ah, die werden jetzt richtig gepusht hier durch diese Leute. So. Kommen wir mal mehr. Bleib stehen! Ihr oder ich sterbt! Das Feuerding ist einfach super. Müssen wir wegziehen. So, Heilung. Und raus. Ah, wir verfolgen die so ein bisschen, ne? Ja, die ziehen mir echt. So. Die gehen nirgendwo mehr hin. Ah, jetzt seid mir zu fancy. Komm ab hier. Stangenträger weg. Und ein Sarkophag gleich weniger. Wir müssen uns echt mehr heilen als früher. Nee, da wollte ich hin. So. Falls wir wieder verrecken.
mal jede Menge. Dann heilen wir uns mal ein bisschen. Denn die nächste Kornhorde wartet ja nur auf uns. Ja, der pusht die dermaßen. What a sweet death. So, jetzt wird er nichts mehr gepusht. What a sweet death. Oh, die treffen ja mittlerweile. Die werden auch besser, die Gegner. Na, kommt mal ein bisschen her. Treffen die sich auch gegenseitig? Ja, die Axt werfen ist mittlerweile echt wichtig. Wenn so mehrere Gegner auf den Haufen kommen, ist einfach nur geil. Erstmal die Axt reinwerfen und dann drauf springen. Schon mit Flächenschaden machen wir schon einige platt, das passt richtig gut. Was hier so ein. Ah, der fetzt wieder. Upsala. Auf die zu pushen, hörst du auf. Oh, aber wir sind tot, okay. You'll never take me like that. Hit me. Ah, nee, nicht hit me. Nicht mich. Haut euch selbst. So, jetzt laufen wir einmal im Kreis. Mega-Attacke. Oh, das ist ein größerer. War ein größerer. Der Endgegner kommt bestimmt noch nicht. Da können wir mal den einmal freien Lauf lassen. Ah, hier geht's nicht raus. Sieht so aus, tut's aber nicht. So. Aber diese Bannerträger. Aber wenn die alle auf einmal angreifen würden, haben wir keine Chance. Wir öffnen dann bestimmt ein Portal mit oder sowas, ne? Haben sie bestimmt vorhin gesagt und ich habe nicht aufgepasst. Lauf doch nicht weg, du! Ich möchte gern Korn. Oh, ich lauf noch kurz weg. Ja, läuft aber bisher. Läuft. Man muss sich nur ein bisschen umstellen, dass man nicht mehr so blind reinrennt wie
was noch im ersten Kapitel gemacht hat, zieht man sich die Gegner nach und nach und dann passt das schon. Oh, das ist eine Heilung für mich. So, mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt den Ort kaputt gemacht haben, das Heiligtum. Was für mich eher aussieht wie ein Sarg, aber... Portal oder sowas? Nee. You were lucky to escape me last time, weakling. Now you will pay for what you've done. Blood for the blood god! Ja, Blut für den Blutgott. Ich bin mit dabei. Schlachte euch ab. Opfer euch für euren eigenen Gott. Oh-oh. Oh-oh. Ah, jetzt sind wir zu hardcore. What a sweet death. Und weg, 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 weg. Definitiv hardcore. Hardcore. Oh, nee, falsche Richtung. Sorry, sorry, sorry. Ich hab's doch erst vor einer Minute gesagt, eins nach dem anderen. Oh, jetzt aber. Stufenaufstieg, yippie! Ich glaube, der Axtwurf wurde sogar verbessert. Ah, genau zur rechten Zeit. Wir machen die trotzdem nochmal tot, da unten. Bevor wir zu den Blutgeborenen gehen. Da unten in der Ecke ist doch bestimmt noch eine Truhe. Ach komm, mit einem beschäftige ich mich jetzt gar nicht. Wir hatten ein Level-Up, Mann. Ja. Ja, scheiße. Keine Truhe. Hm. Naja, dann machen wir Blut für den Blutgott, ne? Der wird das schon verstehen. Oh. Da haben wir was liegen lassen. Ah. So. Wir müssen ja mittlerweile zwei Balken voll kriegen. Diesen Reiter finde ich cool. Auch so als Modell, sind einfach geil aus. You'll never take me like that. Hit me. Ups, wollte ich noch treffen. Ich laufe den einmal im Kreis rum. So. Heilen wir uns mal. Haben wir jetzt. Ach, hier sind nur ein paar. So, der hat aber auch tot. Blut für den Blutgott, ihr kleinen Motherfucker. So, wo ist der Große? Komm her. Oh, 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 oh. Ich drücke auf den falschen Button. Alter, ich komm schon von der Seite und du triffst mich trotzdem. Nimm das.
Come here, come here, come here, come here, come here. Woohoo! Come here, come here, come here, come here. Trottel. So, jetzt verlassen wir die Straßen und heilen uns mal gleich. Hm. Ich hätte noch gedacht, der verwandelt sich oder so. Wie es bei dem Nörgel auch war, mit dem Kessler. Und intuitiv gleich die richtige Richtung eingeschlagen. Da durfte man ja vorhin nicht durch. Ob wir jetzt die Information haben, wo sich die Rotaxt versteckt, kriegen wir jetzt bestimmt, ja? Kopf des Blutgeborenen. Bringen wir mal zurück. Hier, hast einen Kopf. Well, is it done? I'm here, aren't I? Got his head, just like you asked. Show me. I want to see the monster's face for myself. Oh, no, no. This can't be. You've made a mistake, Braggy. A terrible, terrible mistake. Das war sein Sohn. What in Grimnir's name are you talking about? You wanted his head? There it is. It can't be. That's Arcady. That's my son. What? Isn't it obvious? Red Axe's men captured him and took him to the fighting pits. There, his bloodlust consumed him, and he became a servant of Khorne. You see, Leonid Gorchev, even those who have the most reason to hate the Chaos Gods can still fall under their sway. Beware, lest you suffer the same fate. Enough, for pity's sake! You've said your piece. Now leave me to my grief. Ja, und wo ist jetzt Rotaxt? Gut, dann würden wir sagen, bevor wir jetzt hier gleich wieder losstratzen, würde ich sagen, machen wir hier einen Break und sehen uns nächstes Mal weiter. Wieder. Nächstes Mal geht's dann weiter. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da oder ein Abo. Würde mich freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.